2. Und habt ihr auch 2 Lichtlein angezündet zum 2. Advent? Ist euch schön gemacht, gemütlich gemacht? Das habe ich auch gemacht. Und da hilft mir immer besonders gut die Hang. Ja, das ist die Hang. Könnte man noch ewig machen, aber wir wollen ja Fragen beantworten. Ne? Und wir haben eine ganz tolle Frage bekommen. Was ist ein Alihorn? Und da habe ich recherchiert. Ja? Spannend. Warte mal, jetzt klingelt's. Eine Sekunde. Oh, könnte die Redaktion sein? Ah, warte, wir haben das gleich. So, jetzt so. Ja, hallo? Hallo Andi, du, hier ist Thorsten aus der Redaktion. Ja. Ganz kurz nochmal, wir haben ganz, ganz viele Fragen reinbekommen und ich würde gerne mit dir mal durchgehen. Jetzt? Ja, gerne jetzt. Ja, wieso nicht? Ich bin mitten in der Sendung. Alles klar. Na, pass auf, da komme ich einfach rum. Wo bist denn du genau? Ich bin im Bus. Ja, das ist super, das passt gut. Also ich habe Zeit. Du hast Zeit, ne? Dann kommst du rum und dann müssen wir nochmal drüber sprechen. Gerne, gerne, so machen wir es. Ja? Ich bringe das alles mit. Super, bis gleich. Bis gleich. Okay. Bis gleich, bis gleich, bis gleich. Perfekt, das ist einfach spontan. So, mit dem ist einfach super. Na, hau mal raus, was hast du denn jetzt? Pass auf, ich habe richtig viele Fragen mitgebracht. Ja. Die Clara aus Kleinstadt will wissen, warum umkreist der Mond die Erde? Warum umkreist der Mond die Erde? Super Frage. Das ist eine super Frage, Clara. Tja, was machen wir da? Warte mal. Das könnte ein Mond sein. Und ist das... pass auf, das ist die Erde. Ja, das ist die Erde. So. Und jetzt haben wir natürlich den Mond und die Erde. Also das ist der Mond, das ist die Erde. Okay. Ja, das ist, was jetzt? Ich habe noch eine. Wir haben eine andere Frage. Eine Sekunde. Peter aus Petersdorf wollte gern wissen, woher seine Schwester kommt. Woher seine Schwester kommt. Peter will wissen, woher seine Schwester kommt. Ja, keine Ahnung. Woher soll ich jetzt wissen, wo seine Schwester herkommt? Ja, ich weiß nicht, meint er jetzt aus der Schule? Meint er einen Ort? Wo kommt die denn? Wo geht die denn hin? Geburt, er meint bestimmt Geburt. Er meint Geburt. Oh, okay. Also, schwieriges Thema. Also zurück zum Mond dann lieber. Dann lieber nochmal, also okay, Mond, Erde, das dreht sich drumherum. Mann, was weiß ich denn, wo jetzt die Schwester herkommt? Ja, ich habe ja noch eine, ist ja nicht so schlimm. Wollen wir mal ganz kurz? Es gibt ja ganz viele Fragen. Es gibt ganz viele Fragen. Ja. Okay, dann lege ich die Frage. Der Mike aus Mollstedt will wissen, was jetzt? Was will er wissen? Jetzt sag's. Hau's raus. Okay, und hau's raus, komm, hau's raus. Ist 7 viel? Ist 7 viel? Ey, Mike, da müssen wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist auch eine Frage der Betrachtungsweise. Die Frage ist ja, wie viele Sachen sind hier in diesem Auto und wie viel davon zählen wir ab? Haben wir 8 Sachen, dann wäre 7 viel. Ja, was denn? Bevor du dich... Wir haben noch mehrere Mike, Fragen. Mike, gedulde dich. Wir müssen es erstmal sammeln. Komm, dann hauen wir jetzt alle. Wir haben ja noch Briefe bekommen. Ach du Shit. Okay, sorry. Warte. Okay, also, okay, soll ich mit den Sachen eigentlich nicht umgehen, wenn wir die natürlich haben? Ja, dann gib mal hier. Nimmst du die hier? Hier. Oben, ja, genau. Okay, wir fangen gleich mal vorne an. Und zwar. Oh, was ist Liebe? Dann nehmen wir uns noch mal das nächste Mal Zeit für. Frage, ja. Mögen uns Pflanzen, habe ich mögen, hier. Mögen uns Pflanzen? Ja, mögen uns, mögen uns Pflanzen. Mögen uns Pflanzen. Ist alles, was glänzt, Gold? Was ist Farbe? Wird es die Erde immer geben? Oh, das ist eine spannende Frage. Da müssen wir kurz mal, wer kann das wissen? Wie können wir daran nehmen? Vielleicht fragst du den Stein. Das ist ja wie ein Stein. Ne? Wird es die Erde immer geben? Den gibt's schon lang. Kommt auf die engere Auswahl. Ich habe auch noch eine. Ja, die ist richtig gut. Ha, passt auch zur Weihnachtszeit. Kommt der Weihnachtsmann durch jeden Schornstein? Das ist eine gute Frage. Durch jeden Schornstein. Weißt du was, wir haben gar keinen Schornstein. Okay. Das ist, okay, das also das ist, wir brauchen einfach noch mehr Zeit, um auszuwählen, welche Fragen wir wirklich, und wir brauchen... Experten und Expertinnen, glaube ich, oder? Expertinnen und Experten. Du,
Erinnerst du dich an die Frage vom Anfang? Heute, die allererste? Nee. So viele Fragen. Die erste Frage war heute, was ist eigentlich ein Alihorn? Die müssen wir beantworten. Ja, aber da bräuchten wir eine Expertin. Oder weißt du, was ein Alihorn ist? Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe auch noch nie ein Alihorn noch nie gehört. Nee, neu für mich. Und nun? Ja. Ist doch ganz einfach, was ein Alihorn ist. Ein fliegendes Einhorn. Noch Fragen?